Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tokyo School Life. Und wir sind immer noch hier beim Karan-Spiel mit Aoi zusammen auf der Jagd nach den kleinen süßen Tanukis, die wir hier sehen bei dem, ja, weil sie ja auch ein großer Fan von den Tanuki ist, wie man ja auch an ihrer Haarspange und an ihrem Shirt und dergleichen sieht. Und wir hatten uns eigentlich auf einen Wettstreit-Deal mit Aoi eingelassen, dass wir versuchen, wir als erstes den Tanuki rausziehen kann, dass derjenige ihn dann behalten kann. Und unser Hauptcharakter meinte, dass er in seinem eigenen Heimatland erfahren hat, dass manchmal die Greifarme so eingestellt sind, dass sie so alle 10 Spiele ein bisschen stärker zupacken, um den Spieler zu motivieren, dass er doch eine Chance hat, etwas rauszuziehen. Und weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist, dass die Greifarme ihre eigene Stärke umprogrammieren können. Also ich habe eher das Gefühl, dass es wirklich einheitlich schwach oder einheitlich stark ist, wie so ein Greifarm zupackt von meinen Game Center Erfahrungen in Japan. Aber na gut, ich weiß auch nicht, ob er seine Erfahrung aus seinem Heimatland 1:1 nach Japan übertragen kann. Er hat jetzt also auf jeden Fall mehrere Versuche gemacht und das soll jetzt hier wohl der entscheidende sein, wo er vielleicht ein bisschen stärker zupackt, und da will er versuchen, jetzt den Tanuki abzugreifen. Er hat auf jeden Fall mit dem ersten Knopf schon die Seitenjustierung des Karanes und des Armes vorgenommen. Und jetzt mit dem zweiten Button die Justierung nach hinten, in die Tiefe. Und der Greifarm fährt hinab. Oh. Aoi und ich beobachten völlig atemlos. Die Klaue von dem Arm schnappt sich das ausgestopfte Tier wieder bei dem Tag, also bei dem Etikett oder bei dem Anhänger, der eben bei dem Tierchen mit dran ist. Okay, nicht runterfallen. Die Kamera fährt dazu. Das ausgestopfte Tier wird von der Klaue hochgehoben und mit ganz, ganz bisschen letzter Kraft oder nur ganz, ganz schwach hängt es irgendwie noch am Ende des Greifarms dran. Nicht fallen. Nicht runterfallen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist beten. Und die Sekunden vergehen wie in Schneckentempo. Und das ausgestopfte Tanuki-Tierchen fällt hinunter in die Preisbox. Jatta! Jawohl! Schreie aus vor Freude. Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Florian, unglaublich! Unglaublich! Ich kann nicht glauben, dass du es mit so einer schäbigen Greifklaue gefangen hast. Hast du das gesehen, Aoi? Das bedeutet, ich habe gewonnen. Diese überhaupt nicht merkbare Enttäuschung in ihrer Stimme. Ja, Florian, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ein Sieg ist ein Sieg. Richtig. Sie will es sowas von haben. Das Stofftier, sie will es sowas von haben. Schweigen. Was? Irgendwann zwischendurch, also in dem gesamten Prozess des Ganzen, sind irgendwie 7000 Yen aus meiner Tasche verschwunden. Ich habe einfach immer gedacht, noch ein bisschen mehr, noch ein klein bisschen mehr versuche ich's. Und dann, bevor ich es bemerkt habe, 7000 Yen, ach du Scheiße, das ist, na gut, ich habe immer noch so ein bisschen den Umrechnungskurs drin im Kopf, als ich in Japan war, oder sind das trotzdem, je nach Umrechnungskurs, 50 bis 60 Euro. Das Höchste, was ich mal in einem Game Center an einem Tag verbraten habe und auch wirklich verbraten habe, waren 3000 Yen. Also eher mehr als das Doppelte hier. Japanische Kranspieler haben diesen Supermodus, ich meine natürlich den Hypermodo, überhaupt nicht. Naja, okay, hier, Aoi, nimm du es. Ich überreiche den ausgestopften Tanuki Aoi. Warum hat sie so eine confused, Fushigi? Fushigi-Sona. Fushigi ist ja eher seltsam. Warum macht sie so ein betröppeltes, so ein seltsames Gesicht?
Für mich? Nein, tut mir leid, das kann ich doch nicht annehmen. Das gehört jener Person, die es da rausgeholt hat. Nein, ich wollte dich einfach nur bei etwas herausfordern. Eigentlich wollte ich jetzt das ausgestopfte Tier nicht unbedingt wirklich für mich selbst. Wenn du es nicht nimmst, dann werde ich es halt wegschmeißen. Nachdem ich das gesagt habe, umarmt Aoi in größter Eile das ausgestopfte Tier. Was ich noch sagen wollte, natürlich nicht ausgestopftes Tier, sondern Stofftier. Das sind ja keine ausgestopften Tiere an sich, sondern wirklich nur Plüschtiere, Stofftiere, so rum. Also wann immer ich ausgestopftes Tier gesagt habe, meine ich natürlich Plüschtier. Also danke, Florian. Okay. Oh Mann. Imano Yabakata. Schon wieder dieses Yabai. Wie gesagt, schwer zu übersetzen. Kam ja auch in der letzten Folgen schon. Oh Mann. Das war ja etwas. Allein Aois Lächeln zu sehen, war es schon wert, wie viel Geld es gekostet hat, um dieses ausgestopftes Tier, mein Gott, um das Stofftier aus dem Dings zu holen. Hä? Sodemo nai to yattara nai yo. Shikshou. Was? Ach so. Ah, okay, jetzt kapiere ich es endlich. Also, wenn ich nicht so denke, dass es mehr als wert war, sie zum Lächeln zu bringen, wenn ich nicht so denke, dass es das eben wert war, dann werde ich niemals über den Verlust meines Geldes hinwegkommen, wahrscheinlich. So meint er das. Schickschau, verdammt. Ich finde das. Ich könnte jetzt einfach die Folge, würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt 20 Minuten einfach nur dieses Hintergrundbild mit der Musik dazu und dazu Aois funkelnde Augen und das süße lächelnde Gesicht. Was haltet ihr davon? Ja, okay, ich mache ja schon weiter. Ah, langsam kriege ich echt Hunger. Was hättest du denn gerne zum Mittagessen? Da gibt es einen wirklich richtig leckeren Kumamoto-Ramen-Laden irgendwo hier in der Umgebung. Lass uns da gehen. Kumamoto, ist das jetzt wieder eine Ladenkette? Der Ursprung des Bärens. Bär, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine tiefe Bedeutung hat. Ich schaue nochmal vorsichtshalber nach. Kumamoto. Ja, ist wirklich nur Gebiets- oder Familienname. Okay. Ja, wie Aoi es empfohlen hat, besuchen wir ein Ramen-Restaurant. Ein sehr deliziöser, ein sehr delicious smell. Wie kann man das sagen? Inyoi, euch so nanyoi. Ein Geruch, der sehr lecker wirkt, dringt aus dem Inneren des Lads nach draußen. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Ah, okay. Warte, Florian. In diesem Laden musst du zuerst ein Essensticket kaufen. Bei einer Maschine, die wahrscheinlich am Eingang steht. Als ich mich gerade versuche hinzusetzen, schnappt mich Aoi bei meinem Kragen. Aoi zeigt rüber zu irgendeiner Art von Verkaufsmaschine. Die Knöpfe haben ganz viele verschiedene Sorten von Ramen darauf und auch die Preise sind da niedergeschrieben. Oh, also mit anderen Worten, kaufst du hier eine Essensmarke an dieser Maschine und dann gibst du es diese einfach ab, wenn du den Ramen bestellst. Shokkenki. Ich glaube, das sind genau diese Verkaufsmaschinen für Essen-Tickets oder so. Ich glaube, da habe ich mich gerade verschrieben. Shokkenki. Okay, Shokken ist auf jeden Fall die Essensmarke und das Ki ist auf jeden Fall Gerät, also ja, Essensmarkengerät. Die gibt's wohl in deinem Land nicht, Florian. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist ein ziemlich interessantes System.
Ich werfe meine Münzen ein und tippe auf das Kumamoto Taro-Men. Was ist das denn? Kumamoto Taro-Men. Und ein lila Plastikticket kommt aus dem Verkaufsslot hinaus. Ich setze mich hin und übergebe dem Angestellten bei der Theke mein Ticket. Verstehe, das ist eigentlich relativ logisch aufgemacht. Du musst nicht die ganze Zeit dich auseinandersetzen mit dem Berechnen von dem Wechselgeld und es ist... Achso, und es ist schwierig, irgendwie eine Bestellung falsch hinzubekommen, also jemandem etwas zu geben, was er gar nicht bestellt hat. Vielleicht sollten wir sowas in unserem Land auch einführen. Gokudo als Wort für Yakuza. Gucke ich auch mal kurz, ganz kurz nach. Gokudo Game. Honmono no Gokudo. Einem echten... Okay, Gokudo. Schar ist Schurke, Schuft, Wüstling, Bösewicht, Gangster. Gokudo an sich alleine ist eigentlich nur Verruchtheit, Bosheit. Wusste nicht, dass man es jetzt auch für Personen oder so verwenden kann oder eben auch als Yakuza. Ich weiß nicht, ob er auch in der Vergangenheit in den Folgen, wo er gesagt hat, er möchte die Gangster in Shinjuku sehen, ob er da wirklich Yakuza gesagt hat oder ob er da auch Gokudo verwendet hat. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Müsste ich mir meine alten Folgen mal angucken. Florian, du hast ja gesagt, dass du die Yakuza-Videospiele magst, richtig? Wenn du einem echten Yakuza oder einem Gangster begegnen würdest, was würdest du dann machen? Während wir auf unseren Rahmen warten, fragt mich Aoi diese Frage. Stimmt. Oh, Entscheidung. Entscheidungstime. Das heißt, als erstes speichern. Der Meister des Tanuki. So heißt das Kapitel, wo wir uns gerade befinden, oder Episode 8 also. Sasugani Honmono wa kowai. Suguni geru yo. Natürlich ist es unglaublich angsteinflößend, wenn man einem echten begegnet. Ich würde sofort wegrennen. Das würde irgendwie jeglichen Sinn dessen, dass man sich überhaupt erstmal auf die Suche danach begibt, zerstören. Was? Gokudo ga. Er sagt also auch Gokudo. Gangster. Ich frage mich, warum sie es dann automatisch... Ja gut, von der Logik her bleibt ja eigentlich fast nur Yakuza. Na gut. Sie sind cool. Deswegen würde ich nach einem Autogramm fragen. Ho. Gokudo te Label no mai ni sono hito ga douyu hito ka da yo. Also bevor ich ihm das Label eines Yakuzas verpasse, also sagt ja auch Label, also das Label, einen Sticker aufpacke, dass er ein Yakuza sei, würde ich ihn als erstes fragen, was er für eine Art von Person ist oder herausfinden wollen, was für eine Art von Person er ist. Diese letzte Antwort scheint am ehesten so etwas zu sein, wie Aoi die Antwort auch gefallen würde, da, wenn ich mich recht entsinne, zu der Zeit, als wir auch in den Karate-Do-Club eingestiegen sind, sie auch irgendwie so von der Person her etwas ist, was nicht... das war eigentlich Sakura, die nicht vorverurteilt. Als Aoi und Kari mit uns schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann Sakura zugeflüstert hatten, ganz am Anfang. Sakura hat eher so die Einstellung, wo Antwort 3 richtig wäre. Also, das letzte klingt am richtigsten. Aber die anderen beiden sind auch irgendwie lustig zu sagen. Ich bin ja geneigt, eigentlich was anderes auszuwählen, einfach nur um Aois Reaktion zu sehen, aber ich schätze mal, dass ich mich doch hier für das letzte entscheiden werde. Ich habe gespeichert und kann immer noch mal privat für mich das andere auch auschecken. Mal gucken. Honmono to yuto jisai ni no ningen da yo ne. Also, wenn du von einem echten sprichst, dann bedeutet es ja in letzter Zeit, dass es
damit wirklich eine reale Person gemeint ist. So, deswegen, bevor ich jemanden als Yakuza oder als Gangster abstemple, ist es doch eher wichtiger zu wissen, was für eine Art von Person er überhaupt ist, oder nicht? Ja, war klar. stimmt. Ich denke auch so. Es war abzusehen, dass das die richtige Entscheidung oder die richtige Wahl war. So geht's mir auch mit jedem vom Tomoe Dormitory. Je mehr ich sie kennenlerne oder je näher ich ihnen komme, je mehr ich mit ihnen zu tun habe, desto mehr Überraschungen oder seltsame Dinge oder Igai, wie kann man sagen, ja, Überraschungen gibt es auch jeden Tag wieder aufs Neue. Während wir miteinander sprechen, ja, kommt der Ramen an. Ich erstaunt, dass sie gar nicht erklären, was der Ramen ist. Das theoretisch auch der Hauptcharakter von seiner Herkunft her nicht wissen könnten. Falls es nicht mal gesagt wird, also Ramen, wenn man es übersetzt, wird es gern als chinesische Nudelsuppe übersetzt, was aber auch wieder nicht ganz richtig ist, da Ramen oder diese Nudelsuppen in China selbst, so habe ich es mir zumindest von den chinesischen Austauschstudenten sagen lassen, auch wieder komplett anders ist. Und sozusagen Ramen auch wieder etwas ist, was die Japaner dann vielleicht irgendwann mal eingeführt haben, aber zu ihrem eigenen Ding gemacht haben, was dann meistens einfach mit irgendeiner bestimmten Basis Suppe oder Sud, der da drunter liegt, was mit Shoyu, also mit Sojasauce oder mit Miso sein kann und da dann eben natürlich Nudeln reingemacht werden und da dann noch verschiedene andere Beilagen mit sein, dabei sein können, Horenzo beispielsweise, also Spinat, meistens noch Ei ist sehr oft mit drinne. Bei Miso-Ramen ist auch oft Mais mit drin und dann so 1, 2, 3 Scheiben Fleisch auch meistens noch. Wirklich sehr lecker. Ich liebe vor allem Miso-Ramen. Oh. Und das Kada-Miso-Ramen, was wir bei uns im Auslandsjahr hatten, in der oberen Mensa, das war einfach göttlich. Oh. Verdammt, jetzt werde ich auch hungrig. Itadakimasu. Der Ramen ist ja sowas von lecker. Die dicken Nudeln. Pork Belly Soup. Was? Bin ich hier jetzt bei Shoko Gekki no Soma gelandet? So, irgendwie habe ich jedes Mal das Gefühl, wenn der Hauptcharakter die ganzen Essenssachen beschreibt, die er hier so sieht. Also, Intertwine, was ist denn das? Koi no Soup ga futome no niyoku karamu. Okay, karamu. Also, die dicken Nudeln umranken oder verwickeln sich mit der sehr Koi ist eigentlich stark vom Geschmack, also mit der sehr starken, deftigen, Pork, also Schweine-Magen-Suppe, so, also der Grundlage. Und das Bittersweet Amanigai? Amakarai, also süß-scharf doch eher dann, oder nicht? Also mit der süß-scharfen Taro-Butter. Das muss irgendwie so ein spezielles Schwein sein, was sich eben Taro nennt, irgendwie ein Eigenname. Ja, damit vermischt sich das. Da ist ja die Erklärung danach. Butter no bara niko no nikomiga. Was also, Rippen. Rip? Nee, Rip ist nicht Rippen. Ah, doch, Rip ist Rippe. Okay. mit dem Rippen, was einfach dann Schweinerippen-Eintopf ist. Und Supply Melly Bells in Your Mouth. Kuchi no naka de horo horo guzurette seppin. Horo, was ist Horo Horo? Oh. Manchmal kann man irgendwie einen 5-Minuten-Dialog schnellstens abarbeiten und dann manchmal einer so einer Sache hier nacheinander, hintereinander und dann das Kuzu zusammenfallen. Ja, also es zergeht wahrscheinlich wie nach und nach wie Wasser oder wie Butter auf der Zunge, nee. Wie Käse auf der Zunge, irgendwie sowas. Also es zerschmilzt praktisch. Habe ich den Satz hinter mir? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich jetzt rausgeschnitten habe. Mein Timer nützt mir jetzt gar nichts mehr. Ich mache einfach mal weiter bis zum nächsten Schwarzbild-Szenenwechsel oder so. Aber es ist keine Zeit, jetzt zu reden. Gefällt es dir? Psycho! Das war Wahnsinn. Hier muss ich wieder herkommen. Oh, da ist auch der Szenenwechsel. So kurz vorm Ende der Folge habe ich noch so ein Megasatz da, den ich überstehen musste. Okay, und ja, in der nächsten Folge scheint es dann tatsächlich langsam dunkel zu werden und wir treiben uns dann wohl wahrscheinlich weiter in Shinjuku rum.
Aber das sehen wir dann auch wirklich erst in der nächsten Folge. Ich muss mich jetzt von der Essensbeschreibung von unserem Hauptcharakter gerade erst ein bisschen erholen und habe jetzt selbst total wieder Hunger, trotz vorherigem Abendessen. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.